Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Layers of Fear 2. Heute geht es weiter. Wir werden heute im finalen Akt uns wahrscheinlich mit großen Schritten dem Ende nähern. Hier geht es definitiv nicht weiter, obwohl da vorne so schön die Tür offen ist. Aber hier ist auch noch eine Tür. Und ja, hier geht's weiter nach oben. Go on. Be there for her. Like she was for you. Ja, das haben wir letztes Mal schon gesehen. Das ist so creepy. Aber ja, wir werden definitiv hoffentlich unserer Schwester helfen können. Da überall diese... Es ist schon sehr gruselig. Ich bin auch mal gespannt, ob das Monster nochmal auftaucht. Ich würde ja hoffen, dass es nicht so ist, aber ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl, was das angeht. Ah, ist das schön. Oh, hier ist da. Oh. 5. Oh. Das ist natürlich super. Kann ich hier wieder... Okay, geil. Das ist sehr unangenehm. Ich mache es mal aus. Es ist schon einmal passiert. Die fallen da alle in diesen Käfig rein. Super. Oh Gott. So ewig hohe Treppen, das ist genau die, das ist genau das Gruselige an SCP-087. Falls ihr das kennt, das war so vor 6, 7, 8 Jahren vielleicht sogar so richtig trendig auf YouTube. Ich hab's nie gespielt, weil ich Schiss hatte es, fuck. Okay, hier geht's nicht weiter. Okay, hier ist sehr dunkel gerade. Na super. Immerhin nicht Recording. Das ist immer schlecht gewesen. Oh. Aber das schaut schon wieder so aus, als würde hier gleich das Monster auf uns warten. Das fällt mir jetzt erst auf. Alter, what the fuck? What the fuck? Alter, what the fuck? Das ist gerade irgendwie sehr, sehr ungeil. Und gehen wir jetzt überhaupt in die richtige Richtung? Ja, wahrscheinlich. Oh. Oh ja, Alter, das ist echt ein bisschen mein Fuck. Alter, ja, und genau, jetzt laufen wir hier. Ne, was sind das für Dinger? Das schaut schon wieder einigermaßen normal aus und nicht... Alter, dieses Gedrehte hat mich gerade vollkommen gefickt. Oh nein, da hinten ist das Bild, oder? Es schaut nicht so wirklich danach aus, aber... Einer ist hinter mir, oder? Komm nirgendwo hin! War nicht richtig. Wer stirbt, ist aller Schulden quitt. Breathe. Okay, erstmal durchatmen. Okay. Was soll ich machen, wenn das kommt? Ich komme ja wahrscheinlich nicht wieder zurück. Oh, ich muss in einen dieser Schächte hier, oder? From one
Und jetzt sind wir komplett auf dem Kopf. Jetzt laufen wir an der Decke rum. Ja, ist ja toll. Okay, hier ist einfach nur finster. Okay, das Monster hat mich gerade echt so ein bisschen... Oh, what the fuck. Puppen, die auch noch auf dem Kopf stehen. Alter, das fickt mein Brain gerade richtig hart. Verliere den Charakter, finde dich selbst. Das ist doch hundertprozentig der Wink mit dem Zaunpfahl, dass ich mich bei der letzten Entscheidung um ein gutes Ende, um mich selbst zu finden, muss ich 100% dem Regisseur, also der Stimme, die wir gerade schon gehört haben, muss ich dem quasi gegenbieten. Ich muss... Ich will erst mal schauen, ob es hier weitergeht. Okay, nee, hier geht's nicht weiter. Alter, ihr... Das wäre jetzt irgendwie ein bisschen beschissen, wenn der jetzt hier... Oh. Oh, das Kuchen. Kann ich davon was essen? Verliere den Charakter, finde dich selbst. Oder finde den Charakter, verliere dich selbst. Nein, ich würde sagen, verliere den Charakter, finde dich selbst, hört sich besser an. Some parts are not to be played. Some parts. Vor allen Dingen hier... Ah ne, das rote Licht kommt auf beiden Seiten. Scheiße, ich dachte... Aber ich glaube, es ist wirklich nicht schlecht, wenn wir dem Regisseur ein bisschen Parole bieten. Hoffe ich jetzt einfach mal. Hier waren wir schon mal. Hier waren wir doch relativ am Anfang schon mal, oder? Oh. Oh, noch so ein Teil. Oh, danke. Das ist gut, das erste. Wir brauchen ja 4 oder 5 noch. 4 oder 5, ja. Genau, ich habe an dem... Genau, daran erinnere ich mich. Ich habe an dem Globus gedreht wie ein Wahnsinniger. War das der Globus? Ich hoffe mal, das ist der Globus. Das komische... Vom Kapitän. Oh, nicht vom leitenden Sicherheitschef. Okay. An alle Passagiere. Mir wurde berichtet, dass sich unbefugte Passagiere an Bord befinden. Die Crew sucht derzeit nach 2 Kindern. Ein Junge und ein Mädchen. Die Passagiere werden darum gebeten, ihre Kabinen während der Suche nicht zu verlassen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. Wie hat man das eigentlich damals, als es noch keine... keine Ahnung, Fernseher und so gab, oder halt zumindest nicht so in dem Ausmaß. Wie hat man das eigentlich an alle Leute verständlich hingebracht? Solche Nachrichten. Muss da nicht irgendwer tatsächlich rumgehen und diese Zettel verteilen? Ja, nee. Hier schaut es immer noch besser aus als da. Alle Türen sind offen. Rot. Nee. Okay. What the fuck, einfach nur. Und was ist das jetzt? Alter, hier schaut's schon aus. Okay, hier wird's wieder schwarz-weiß.
Gefällt mir nicht, also erstmal. Was ist das hier? Alter, man sieht halt echt gar nichts. Aber wenn man es nicht sieht, glaube ich, ist nicht wichtig. Komm. Das ist zum allerersten Mal, dass so ein Tor aufgeht durch irgendwas. Geschlossener Sarg, Errungenschaft. Kann ich jetzt wieder zurück? Habe ich das Monster gerade dadurch gefickt? Nee. Nein, ich komme hier nicht wieder zurück. Scheiße, ich weiß nicht, ich wollte in die andere Richtung schauen. Okay, Gott sei Dank. Nee. Ich hab eigentlich gedacht, ich kann mich in dem Sarg verstecken. Okay. Ja, natürlich. Nein. Nee, das ist nicht der Gang vom Anfang, oder? Nee, ich will immer noch wissen, wie es... Ich glaube, ich werde ja wahrscheinlich das Spiel noch ein zweites Mal durchspielen, um alles zu finden mit euch. Das werden wahrscheinlich längere Parts, die unregelmäßig kommen werden. Aber ich bin einfach mal sehr gespannt, ob ich dann rauskriege, was es mit dem Anfang auf sich hat. Also wirklich ganz den Anfang. Und ich finde es gut, dass ich zumindest dieses eine hier, dieses zweite Ding da mitgenommen habe. Direkt neben mir hier. Oh. Hätte ich mich beeilen sollen? Oder wäre das sowieso passiert? Wahrscheinlich wäre es sowieso passiert. Okay. Das... Ich glaube jetzt, jeder Raum könnte der letzte sein. Wobei... Nee, eigentlich, wir müssen ja nochmal in den Hauptraum. Okay. Was passiert, wenn ich jetzt hier zurückgehe? Weil wenn ich hier so durchgewunken werde, mehr oder weniger, sollte das ja eigentlich bedeuten, dass ich hier noch irgendwas absnacken kann, oder? Dass hier irgendwas jetzt gelegen hätte oder so. Durch die Bullaugen sieht man nichts. Warum sind hier eigentlich Bullaugen, wenn hier noch ein Gang reingeht? Oder sind das so Bullaugen in Kabinen rein? Aber ganz ehrlich, ich würde keine Kabine wollen, wo man vom Gang her zu mir reinsehen kann. Vor allem nicht durch so ein creepy Bullauge. Nee. Was? Nee. Jetzt haben wir wahrscheinlich das eine Monster eingesperrt. Oder die Ursache des Monsters. Der Vater. Der Vater ist das Monster. Und wir haben ja gesehen, mit dem Vater haben wir immer Sarg verbunden. Das heißt, wir haben gerade mehr oder weniger metaphorisch, weil real haben wir es wahrscheinlich schon gemacht, weil wir haben gesehen, dass der fast tot war, als wir geflohen sind. Wir haben jetzt metaphorisch, weil real ist er wahrscheinlich längst verstorben, weil wir sind schon erwachsen und das war, als wir Kind waren, haben wir ihn quasi kurz vorm Sterben gesehen, wo er so fett an den Schläuchen gehängt hat. Aber ich glaube, jetzt haben wir ihn metaphorisch dadurch geschlossen.
Es kann sein, dass dadurch, dass ich den Sarg angeklickt habe, wobei vielleicht gab's, ging es auch nicht weiter, wenn ich das nicht gemacht hätte. Ich habe ihn wahrscheinlich metaphorisch eingesperrt. Vielleicht war das Bonus, vielleicht nicht, wer weiß. Aber ich glaube, wir haben. Ja, sicher. Oh nee. Oh nee. Don't do it. Don't do it. Don't do it. Ist das unsere Schwester, die kurz vorm Sterben nochmal versucht, uns zu trösten? Ich habe das dumpfe Gefühl, dass es so ist. Gott, das Spiel bricht mir echt das Herz. Oder ist dieses Monster unsere Schwester? Und sie ist irgendwie ertrunken oder so. Ich habe noch nicht 100% die Lösung. Kam das Monster immer von dort, wo Früchte lagen oder irgendwas? There are things that should not be. Should not. Sollten nicht zerbrochen sein. Okay, das heißt, wir zerbrechen einfach mal, würde ich vorschlagen. Das war aber nicht die Entscheidung, die jetzt getroffen wurde, weil sonst hätte ich ein Achievement bekommen. Sollten nicht zerbrochen werden.
Ich habe halt echt das dumpfe Gefühl die ganze Zeit, dass ich nicht merke, wann eine Entscheidung mal ankommt. Wobei, in dem Raum gibt es doch garantiert noch irgendwas, was hier rumliegt oder so. Nee, gibt's tatsächlich nicht. Schade. Oh nein. Okay. Was ist das hier alles für seltsamer Scheiß? Die andere Richtung komme ich nicht, okay. Nee, ist nur ein Teller, schade. Ich würde da echt gern hin, aber... Oh. Why am I always the one? Why weren't you there? Why didn't you protect me? Ich will's doch. Why did you let this monster? Ich hoffe mal, das war jetzt nichts, was ich entschieden habe zu zerstören. Nee. Hier geht's nicht. Nee, ich muss noch irgendwas machen. Das Monster. Moment, also wer ist jetzt dieses Monster? Ist das der Kapitän oder was? Der uns am Ende uns erwischt hat? Oh, ich habe gar nicht gesehen, dass man das machen konnte. Deswegen übersehe ich offenbar Sachen. Useless! Worthless! I hate you! Ich hasse die. Nein, ich will nicht gehasst werden. Ich will nicht gehasst werden von ihr. Aber ich hatte keine andere Wahl. Wahrscheinlich hat sich genau das auch unser jüngeres Selbst gedacht. Als er wahrscheinlich selber kurz vorm Verhungern war und dann alles aufgegessen hat in einem Wahn. Was war das gerade, was da umgefallen ist?
Das Flackern hat nichts zu bedeuten. Ich dachte, wenn ich hier jetzt nochmal hingehe, passiert vielleicht was. Wegen dem Flackern, aber... Weil es war, hat vorher, glaube ich, nicht geflackert. Oh nein. Nein, ich mag diese Puppen nicht. Oh nein, da kommt das Vieh raus, oder? Moment, vielleicht jetzt? Nee. Das Geräusch ist gar nicht angenehm. Ja, da hinten steht eine. Was? Achso, ich dachte, war irgendwas. Wir sind das Monster. Still here. This is not the end. This pain will pass. The scars will fade. Ich kann nichts machen. Oh. Nein. Kann ich auch nicht. Alter, what the fuck? Oh. Oh. Ich kann nichts anderes machen. Ich konnte nicht zu ihr hin. Seht ihr den Schatten? Unseren und was hinter uns ist? Ich hoffe, ich habe nicht gerade die Entscheidung getroffen, meine Schwester zu verlassen. Damit würde ich echt nicht klarkommen. Wie gesagt, ich muss das nochmal spielen und das bestmögliche Ende rauskriegen, weil ich mag diese Story wahnsinnig. Shit on all the people, die hier irgendwie negative Reviews und so dagelassen haben. Ist das? Ladebildschirm? Wow, das Spiel ist gecrashed. Unreal Engine Crash Reporter. Alles klar, dann würde ich sagen, ist diese Folge hier zu Ende. Wir schauen uns das nächste Mal an. What the fuck, da crasht einfach mal das Spiel. Naja, ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Wir haben heute definitiv genug erlebt. Ich bin schon mal gespannt, wie es zum Ende hin weitergeht. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Layers of Fear 2. Bis dahin sage ich Tschüss, Leute.